Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Faszinierende Aussichten bieten nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Hausmann die Pläne für einen einheitlichen Wirtschaftsraum in Westeuropa und die neuen Möglichkeiten für den Handel mit dem Osten. Zum Auftakt der Frankfurter Konsumgütermesse Ambiente sagte Hausmann, die Bundesrepublik werde einer der besten Standorte sein. Wirtschaftlich sei sie inzwischen so dynamisch wie Japan und sozialer als das einstige Modell Schweden. Dazu sei die Währung stabiler als in der Schweiz. Die Frankfurter Messe ist beim Handel der Startschuss für das neue Geschäftsjahr. Hier wird geordert, nachdem die Winterleger geräumt sind. Traditionell kommt der Wirtschaftsminister und berichtet über die Entwicklung der Bundesrepublik. Stolz machte er deutlich, dass der Aufschwung bereits in sein achtes Jahr geht und auch 1990 anhalten wird. Diesen wirtschaftlichen Fortschritt verdanke die Bundesrepublik der starken D-Mark, der weltstabilsten Währung. Das helfe auch der DDR, aber nur, wenn sie gleichzeitig mit der D-Mark die soziale Marktwirtschaft einführe. Die Händler geben sich optimistisch auf der Messe, die in diesem Jahr eine Premiere hat. Unter dem Namen Ambiente wird alles angeboten, was zum neuen Lebensgefühl gehört. Vor allem hochwertige Produkte sollen an den Handel gebracht werden. Die neue Linie, Waren von Designern werden präsentiert und stellen sich als durchaus erschwinglich vor. Auch Firmen aus der DDR sind da, bisher noch die Staatshandelsunternehmen. Und sie mussten sich nach dem deutsch-deutschen Gipfel in Bonn harsche Kritik vom Bundeswirtschaftsminister anhören. Und es spricht für die marktwirtschaftliche Unkenntnis der jetzigen DDR-Führung, dass es sich beklagt hat, in Bonn nichts erreicht zu haben, meine Damen und Herren. Mit der deutschen Mark im Gepäck zurückzukehren, ist eines der größten Geschenke. Und marktwirtschaftliche Länder wie Ungarn würden ein solches Angebot, Wirtschaftsgemeinschaft, Marktwirtschaftsgemeinschaft mit D-Mark zu würdigen wissen. Die SPD-Finanzexpertin Matthias Mayer ist sicher, dass die DDR-Bevölkerung sich bei der Wahl am 18. März für eine Währungsunion entscheiden wird. Danach, so erklärte sie heute im Saarländischen Rundfunk, sei ein zweites Wirtschaftswunder zu erwarten. Zugleich trat sie Befürchtungen der Sparer in der DDR entgegen. Es müsse klar sein, dass es für die Guthaben Bestandsgarantien geben werde. Der Vorsitzende der Freien Demokraten, Graf Lambsdorff, hat sich dafür ausgesprochen, die Sparguthaben in der DDR im Verhältnis 1:1 umzutauschen. Und zwar unabhängig vom Umtauschverhältnis bei Einführung der D-Mark. In Bild am Sonntag forderte er außerdem eine angemessene Sicherung der Rentner aus dem Bundeshaushalt. Die Lage in den Notaufnahmelagern für Übersiedler wird zunehmend kritischer. Gewalttätige Ausschreitungen häufen sich. Allein in diesem Jahr kamen bisher aus der DDR fast 90.000 Menschen. 400 Quadratmeter Bundesrepublik für 200 Übersiedler aus der DDR. Wie im saarländischen Lebach stehen auch andernorts die Notaufnahmelager vor dem Kollaps. Die Stimmung ist gereizt, aus Hoffnung wurde Frust, statt Tage sind manche Wochen hier. Die Aussichten auf Wohnung und Arbeitsplatz sind schlecht. Draußen immer mehr Vorurteile, drinnen die Hackordnung. Unter den Neuankömmlingen, so die Behörden, sind immer mehr ehemalige Kriminelle und Alkoholiker. Vor 6 saarländischen Lagern stehen jetzt Polizeiposten rund um die Uhr. Der Grund, immer öfter gibt es Zoff. In Lebach terrorisierte eine Vierergruppe tagelang andere Flüchtlinge und erpresste regelrechte Schutzgelder. Enttäuscht greifen viele auch zur Pulle. Ich hab eine Gage gekriegt. Scheinen Sie mich doch nicht auf. Ja, ich kriege das gut. Dann nicht, noch nicht gekriegt. Warum langsam berechnen wir Nerven, wir reden das schon durch. Polizeiposten können aber die Probleme der Menschen nicht lösen. Um die Lage zu entspannen, werden demnächst 200 Übersiedler jenseits der Grenze in Lothringen untergebracht. Das Saarland will auch die Kommunen in die Pflicht nehmen. Die Unterbringung von DDR-Übersiedlern in Hallen vorzunehmen, ist überhaupt unhaltbar. Er muss so rasch als möglich beendet werden. Das heißt, diejenigen, die jetzt in Hallen untergebracht sind, müssen so rasch als möglich auf Gemeinden verteilt werden. Und überhaupt muss das gesamte Notaufnahmeverfahren, welches die Unterbringung von Übersiedlern in diesen Hallen gegenwärtig zum Inhalt hat, abgeschafft werden. Kein Notaufnahmeverfahren, das hieße keine Unterbringungsgarantie, damit ein Anreiz weniger zum Übersiedeln. Doch entscheiden kann darüber nur der Bund. Zwischen Außenminister Genscher und Verteidigungsminister Stoltenberg gibt es Meinungsverschiedenheiten über die Frage, ob und welche deutschen Truppen nach der Vereinigung auf jetzigem DDR-Gebiet stationiert werden sollen.
Während Stoltenberg erklärt hatte, über Umfang und Struktur einer solchen Stationierung müsse gesprochen werden, lehnte Genscher heute im Westdeutschen Rundfunk die Präsenz deutscher Soldaten auf DDR-Gebiet strikt ab. Die westliche Zusage, die NATO nicht nach Osten auszudehnen, dürfe nicht unterlaufen werden, auch nicht durch Truppen, die formell nicht der NATO unterstellt seien. Das Verteidigungsministerium in Bonn bekräftigte heute Stoltenbergs Haltung und sprach von einer persönlichen Meinungsäußerung Genschers. Der Vorstellung, ein vereinigtes Gesamtdeutschland könnte Mitglied der NATO sein, hat der sowjetische Deutschland-Experte Fallin eine eindeutige Absage erteilt. Gegenüber dem Spiegel erklärte er, in diesem Falle werde es keine Vereinigung Deutschlands geben. Solche, wie er sagte, übertriebenen und nicht zeitgemäßen Forderungen entsprechen nicht dem, was nötig und was möglich sei. Im Ostteil der libanesischen Hauptstadt Beirut dauerten die Gefechte zwischen den verfeindeten Christengruppierungen auch heute an. Einheiten des Generals Aoun, der sich für den einzig legitimen Machthaber in Libanon hält, griffen Stützpunkte der Miliz der libanesischen Streitkräfte FL an und umgekehrt. Beschossen wurde auch ein unter französischer Leitung stehendes Hospital und das größte Krankenhaus im Osten Beiruts. Mehr als 600 Menschen sollen getötet, mehr als 2000 verwundet worden sein, seit die schweren Kämpfe vor 3 Wochen ausbrachen, weil Aoun die Entwaffnung der FL angeordnet hatte. Libanons Präsident Herawi erwägt, mit Hilfe Syriens den innerchristlichen Machtkampf einzugreifen. In Japan wird morgen ein neues Parlament gewählt. Größte Chancen hat nach neuesten Umfrageergebnissen die seit 34 Jahren regierende liberaldemokratische Partei LDP. Ein Bericht von Robert Hettkemper. Er muss sich ganz schön abstrampeln, um zu bleiben, was er ist. Japans Ministerpräsident Kaifu im Wahlkampf. Neueste Umfragen geben der regierenden liberaldemokratischen Partei gute Chancen, die Verwicklung ihrer Spitzenleute in den größten Korruptionsskandal in Japans Nachkriegsgeschichte hat die LDP inzwischen vergessen gemacht. Trotzdem sägt die eigene Partei bereits an Kaifus Stuhl. Ein nur knapper Wahlsieg der LDP wäre sein Ende. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft eilt das Kandidatenheer durch Japan. Die Wahl gilt als historisch, seit bei der unwichtigeren Oberhauswahl im letzten Sommer die skandalgebeutelte LDP ihre Mehrheit verlor. Deuter Kako, die Chefin der Sozialisten, hofft auf eine Wiederholung. Schluss mit der Korruption in Japans Politik heißt ihr Programm und, so illustriert ein Wahlsketch, weg mit der neuen Mehrwertsteuer. Frau Doi präsentiert sich als Verbraucherfreund, aber... Nehmen wir mal diesen Apfel. Er kostet heute in Tokio 3 Mark. Japans irrwitzige Verbraucherpreise, vor allem beim Reis, sind die Folge bauernfreundlicher Politik, die billige Importe aus dem Ausland verbietet. Doch auch die Sozialisten im Wirtschaftsbereich, eher konservativ-nationalistisch, wollen das nicht ändern. Selbst wenn es am Sonntag zu einem Machtwechsel in Japan kommt, die Äpfel bleiben teuer. Und ein Wahlsieg der Sozialisten würde aus der Exportnation Japan keinen offeneren Markt für westliche Produkte machen. Eher im Gegenteil. Frau Doi ist populär, aber ihre Partei ist schwach. Sie hat nicht einmal genug Kandidaten. Um eine Mehrheit zu haben, müssten ganze 4 Oppositionsparteien alle ihre Bewerber durchbringen. Mehr als 20 Milliarden Mark oder 0,7% des Bruttosozialprodukts gibt die chinesische Regierung jährlich für den Umweltschutz aus. Nach Ansicht des Direktors des chinesischen Umweltschutzamtes viel zu wenig. Zum Abschluss einer internationalen Konferenz in Peking stellten Experten heute fest, dass diese Ausgaben auf mindestens 1,5% gesteigert werden müssten. Selbst der Schnee, der gerade auf Peking rieselt, hat seine Unschuld verloren. Schwefliges Gift ist ihm beigemischt, wie der erste internationale Umweltkongress in China zutage förderte. Quelle des sauren Niederschlags sind die mit Kohle betriebenen Fabriken, die ihre Schadstoffe ungefiltert ausstoßen. Auch die Luft ist in Chinas Industriezentren so verpestet, dass Lungenkrebs in den Städten 6-mal häufiger vorkommt als auf dem Lande. In Peking, wo auch die meisten Haushalte mit Kohle heizen, ist die Luft 35-mal schmutziger als in London. Die Pauschalnote krank erhielten bei der Umweltkonferenz auch Chinas Flüsse. Hauptursache der Verseuchung sind ungereinigte Industrieabwässer. In dem heute von der Konferenz verabschiedeten Arbeitsbericht wird auf die grenzüberschreitenden Folgen von Umweltverschmutzung hingewiesen. So stellten die von der chinesischen Regierung und von der UNO entsandten Delegierten fest, dass China erheblich zur globalen Aufwärmung beiträgt. Der positive Aspekt dieser Tagung ist, dass die Probleme hier zum ersten Mal schonungslos diskutiert wurden. Es könnte der Grundstein für ein Umweltbewusstsein in China gelegt worden sein. Bleibt die Frage, wie dieses unterentwickelte Land die Sanierung seiner Umwelt finanzieren will. Offenbar hofft man auf internationale Hilfe.
Um zunächst einmal die Naturreservate zu schützen, denen während der Konferenz eine Ausstellung gewidmet war, will die chinesische Führung einen Sonderfonds in ihren nächsten Wirtschaftsplan aufnehmen. Der unter Gift und Auszehrung leidende Kanal, der direkt am Konferenzgebäude vorbeifließt, führte die Dringlichkeit weiterer Maßnahmen plastisch vor Augen. Grundstückseigentümer können nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts mit Baugeboten gezwungen werden, Baulücken zu schließen. In dem Verfahren ging es um einen Streit zwischen der Stadt Köln und den Eigentümern zweier unbebauter Grundstücke. Die Stadt hatte sie zum Bauen aufgefordert. Das Gericht entschied, ein Baugebot müsse nicht schon detaillierte Angaben über die Art des Gebäudes enthalten. Es sei rechtens, wenn die baldige Bebauung, die wirtschaftlich vertretbar sein müsse, aus besonderen städtebaulichen Gründen geboten sei und der Eigentümer auch nach Beratung nicht bauen wolle. Der frühere Bremer Sozialsenator Walter Franke ist neuer Vorsitzender des Reichsbundes der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten, Sozialrentner und Hinterbliebenen. Die Delegierten der Bundeskonferenz in Königswinter wählten ihn heute mit großer Mehrheit. Franke versprach einen Neuanfang im Reichsbund, bei dem es monatelange interne Streitigkeiten gegeben hatte. Der langjährige Vorsitzende Hermann Mayer hatte das Amt vor 1,5 Jahren niedergelegt. Damals war das Finanzgebaren der Organisation ins Gerede gekommen. Der Komponist und Pianist Fritz Schulz-Reichel ist, wie erst heute bekannt wurde, am Mittwoch in Berlin im Alter von 77 Jahren gestorben. Er lag einem Magenleiden. Bekannt geworden war er als der schräge Otto. Sein Markenzeichen war ein verstimmtes Klavier. Im Laufe seiner Karriere schrieb Fritz Schulz-Reichel fast 500 Lieder und Filmmusiken. Außerdem produzierte er 40 Schallplatten. In einem Nachholspiel der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen heute den FC Homburg 3:1 geschlagen und sich damit auf den 2. Tabellenplatz vorgeschoben. Bayer Leverkusen in roten Trikots gelang im ersten Spiel nach der Winterpause ein klarer Sieg. Mit Spannung erwartet der erste Profieinsatz von Andreas Thom, dem DDR-Auswahlspieler in der Bayer-Mannschaft. Einwurf Knut Reinhardt, André Bunzoll und Andreas Thom. 1:0 in der 15. Minute vor 12.000 Zuschauern. Das perfekte Zusammenspiel der Leverkusener Angreifer noch einmal in Zeitlupe. Gut zu beobachten, Thoms Schnelligkeit. Andreas Thom war auch danach von seinem Gegenspieler Dieter Finke nicht zu bremsen. Bei dieser Auseinandersetzung pfiff Schiedsrichter Albrecht Elfmeter. Eine sehr harte Entscheidung zwar, aber nicht zu ändern, trotz Homburger Proteste. Martin Kreh führte aus. 2:0, 39. Minute. So stand es auch zur Halbzeit. Danach Leverkusen weiterhin überlegen. Ecke Jorginho, Martin Kreh, Marek Lesniak. 3:0, 62. Minute. Das Spiel war damit entschieden. Homburg in der Abwehr überfordert, im Mittelfeld und Angriff einfallslos. Konnte nur ein Ehrentor erzielen. 78. Minute, Lothar Dietmar, 1:3. Leverkusen ist damit punktgleich mit Bayern München und steht auf dem 2. Platz. Im DFB-Pokal haben die Amateure von Kickers Offenbach ein Wiederholungsspiel erzwungen. Die Viertelfinalbegegnung in Offenbach gegen den MSV Duisburg endete heute trotz Verlängerung unentschieden 1:1. Sie wird am 13. März wiederholt, dann aber in Duisburg. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 18. Februar. Das Satellitenbild zeigt ein breites Wolkenband von Frankreich über die Nordsee nach Island und von hier aus ein weiteres Wolkenband über Schottland und Irland nach Südwesten. Die Wolken gehören zu nordatlantischen Tiefausläufern, die am Sonntag Deutschland überqueren. Sie führen erst milde, dann kalte Meeresluft nach Mitteleuropa. Die Vorhersage für morgen. Zunächst überwiegend bedeckt und im Norden gelegentlich Regen. In der zweiten Tageshälfte nach Durchzug eines Regengebietes Übergang zu wechselnder Bewölkung. Nur vereinzelt Schauer. Tiefsttemperaturen zwischen 3 Grad und 8 Grad im Norden und 2 bis minus 3 Grad im Süden. Höchstwerte 7 bis 12 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden frischer bis starker und böiger Wind um Südwest. Die weiteren Aussichten, am Montag im Norden wechselnd bewölkt, einzelne Schauer, im Süden heiter bis wolkig, wenig Temperaturänderung.
Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 21.50 Uhr.